Willkommen zur Videolösung zur Übungsserie 4. Hallo Tommy. Hoi Raphael. Gut, dann lese ich die Aufgabe vor. Nach der Party kommen Sie nach Hause und stellen fest, dass Sie Ihren Schlüssel vergessen haben. Ihre Vego-Kollegin ist zwar zu Hause, hat aber ihr Handy ausgeschaltet. Da sie im zweiten Stock wohnt, versuchen Sie, sie mit einem gezielten Schneeballwurf gegen das Fenster zu wecken. Der Luftwiderstand soll in dieser Aufgabe vernachlässigt werden. Da gibt es ein paar Daten wie Abwurfhöhe, Fensterhöhe und Abwurfgeschwindigkeit und die Erdbeschleunigung g. In Teilaufgabe A ist gefragt, wie hoch kann der Schneeball maximal fliegen? Ist es möglich, das Fenster zu treffen? Ja, vielen Dank. Ich will bei dieser Aufgabe zuerst noch ein paar allgemeine Dinge sagen. Bei Aufgaben dieser Art kann man sich immer sofort überlegen, ja, um was geht es? Es geht um einen schiefen Wurf. Würfe funktionieren immer genau gleich. Man hat eigentlich immer eine Beschleunigung, nämlich die Erdbeschleunigung in vertikaler Richtung, und in horizontaler Richtung hat man keine Beschleunigung. Darum kann man eigentlich die Formeln immer sofort alle hinschreiben. Das funktioniert eigentlich immer gleich. Das will ich jetzt hier nochmal kurz machen. Und man macht das eigentlich immer für alle Komponenten separat, also für die x- und die y-Komponente separat. Zum Beispiel weiß ich schon mal, dass die Beschleunigung in x-Richtung, dass die gleich 0 ist für alle Zeiten. Was ich auch weiß, ist, dass die Beschleunigung in y-Richtung, die ist jetzt abhängig, oder die könnte vielleicht auch abhängig sein von t, ist sie aber auch nicht, das habe ich jetzt vorhin hier nicht hingeschrieben. Die Beschleunigung in y-Richtung, das wäre minus g, also die Erdbeschleunigung. Das Vorzeichen, die Bedeutung des Vorzeichens ist dadurch gegeben, wie ich mein Koordinatensystem wähle. Hätte ich jetzt die y-Achse in diese Richtung eingezeichnet, dann müsste ich hier natürlich das Vorzeichen ändern. Ja, und dann, wenn ich die Beschleunigungen kenne, und das ist meistens der Fall, oder bei schiefen Würfen eigentlich immer der Fall, dann kann ich sofort auch die Geschwindigkeit jetzt als erstes mal in x-Richtung bestimmen. Das ist ja nichts anderes, das haben wir schon in der, glaube ich, ersten oder zweiten Serie gesehen. Das ist nichts anderes als das Integral über die Beschleunigungsfunktion nach der Zeit, also über ax von t' mal dt'. Nochmal ganz wichtig, wie man unsere Variablen bezeichnet. Ich nenne hier die Laufvariable, nenne ich t'. Und die Variable, die schlussendlich meine Zeit darstellt, das ist hier das t, das beschreibt mir hier jetzt meine Grenze vom Integral. Plus halt noch eine mögliche Anfangsgeschwindigkeit, das nenne ich jetzt vx0. Und da ja eben dieser Ausdruck hier 0 ist, kommt am Schluss nur vx0 raus, also die Geschwindigkeit in x-Richtung, die ist offensichtlich konstant, das muss ja auch so sein, weil keine Beschleunigung in x-Richtung wirkt. Die ist konstant und zu allen Zeiten gleich der Abwurfsgeschwindigkeit in x-Richtung. Dann für die y-Richtung funktioniert das genau gleich, auch das ist das Integral über die Beschleunigungsfunktion ay von t nach der Zeit, plus eine mögliche Anfangsgeschwindigkeit Vy0, nenne ich jetzt das. Ich führe jetzt das Integral nicht explizit durch, das ist ganz einfach, weil das Ay ist ja nicht mal zeitabhängig, das ist einfach minus g. Was schlussendlich rauskommt, ist eine Formel minus g mal t plus das V0 in Y-Richtung. Also wir sehen, in y-Richtung verändert sich also die Geschwindigkeit. Wir haben
Zum Zeitpunkt T0 ist die Geschwindigkeit VY0, also der Anfangsgeschwindigkeit in Y-Richtung, und nimmt dann in jeder Sekunde um den gleichen Betrag ab. Und was wir dann auch noch finden können, sind die Ortsfunktionen. Das sind zum einen das x von t, das ist dann das Integral über die Geschwindigkeitsfunktion nach der Zeit. Plus irgendeinen Anfangswert x0. Und wir können dann auch noch die Ortsfunktion in y-Richtung finden, nennen die y von t. Das wäre das Integral, Entschuldigung, ich hätte hier oben natürlich noch vx schreiben müssen, das wäre das Integral über die Geschwindigkeit in y-Richtung, die Geschwindigkeitsfunktion in y-Richtung nach der Zeit plus irgendeinen Anfangswert y0. Jetzt habe ich die Gleichungen noch ausgeschrieben. Ich habe jeweils für die Geschwindigkeitsfunktion die Funktion eingesetzt, die ich vorher erhalten habe. Also für vx halt nur das vx0 und für das vy von t diesen Ausdruck hier. Das ergibt mir dann die zwei Gleichungen für den Ort des Balls in Abhängigkeit von der Zeit. Wir sehen, für die x-Koordinate ist das eine lineare Funktion und für die y-Koordinate eine Parabel, so wie wir das auch erwarten. Jetzt, was gefragt ist in dieser Teilaufgabe, ist, wie hoch kann der Ball maximal fliegen bei einer gegebenen Anfangsgeschwindigkeit Vy0? Ja, wann kann ich den Ball maximal weit nach oben werfen? Das ist, würde ich sagen, intuitiv klar. Das ist dann der Fall, wenn ich den Ball senkrecht nach oben werfe. Aber vielleicht lösen wir das für doch noch ein wenig allgemeiner, falls das jemand nicht sofort sieht. Also man kann sich überlegen, wo ist eigentlich die maximale Höhe erreicht oder zu welcher Zeit. Also wir fragen uns, wann ist das Vy maximal? Das ist zu einem Zeitpunkt T-Max. Oder, Entschuldigung, wann ist die Y-Komponente maximal? Und das können wir herausfinden, indem wir uns die Geschwindigkeit in Y-Richtung anschauen. Das haben wir schon beim letzten Mal oder in einer der letzten Videolösungen besprochen. Man könnte einerseits einfach die Ortsfunktion ableiten und Nullstellen suchen. Oder, was genau der gleiche Weg ist, man stellt sich vor, ja, am Scheitelpunkt muss ja am höchsten Punkt oder zum Zeitpunkt T-Max muss die Geschwindigkeitskomponente in Y-Richtung gleich 0 sein. Also das muss diese Bedingung hier gelten. Also das heißt, minus ist gleich minus g mal t max plus vy 0. So, zum Zeitpunkt t max muss dieser Ausdruck gleich 0 sein. Damit bekommen wir die Zeit t max, also der Zeitpunkt, zu dem der höchste Ort, der unserer Wurfsparabel erreicht ist, das wäre bei zum Zeitpunkt Vy0 über g. Und was wir jetzt machen können, ist diese Höhe auch noch zu bestimmen, indem wir einfach unser T-Max in unsere Ortsfunktion y von t einsetzen. Das würde dann dem y-Max entsprechen. Das wäre
Ich rechne es jetzt. Wir müssen also für das T max hier für das T einsetzen. Ich rechne jetzt nicht mehr alles explizit durch. Das wurde eigentlich in den letzten Serien schon gemacht und auch in der Musterlösung. Das gibt dann schlussendlich 1 Zweitel V y 0 im Quadrat über G plus halt die Anfangshöhe y 0. Und wie gesagt, wann bekomme ich die maximale Höhe? Ja, das ist natürlich dann, wenn ich meinen Ball senkrecht nach oben schieße und in dem Fall würde das Vy0, also die Geschwindigkeitskomponente in Y-Richtung, gerade der gegebenen totalen Anfangsgeschwindigkeit V0 entsprechen. Also jetzt hier in diesem Fall hieße das, dass das Y-Max gegeben ist durch 1 Zweitel V0 im Quadrat über G plus das Y0. Alle diese Werte sind gegeben in der Aufgabenstellung. Das V0 ist die Anfangsgeschwindigkeit, die Abwurfsgeschwindigkeit, das G ist unsere Erdbeschleunigung und das Y0 ist die Anfangshöhe, von der ich meinen Ball abwerfe. Das gibt dann schlussendlich eine Höhe von 6,85 Metern. Wir sehen also, es ist ganz sicher möglich, dieses Fenster auch zu treffen. Ja, dann gehen wir mal weiter zur Teilaufgabe B. Gut, Teilaufgabe B, ich lese vor. Wie weit entfernt von der Hauswand müssen Sie stehen, um das Fenster senkrecht zu treffen? Wie hoch ist diese Geschwindigkeit beim Auftreffen des Schneeballs? Und wie groß ist der Abwurfwinkel? Ja, vielen Dank. Also wie in der Aufgabenstellung gefragt, es geht darum, wir wissen jetzt, dass wir das Fenster sicher mal erreichen können. Wir wissen, dass wir genug hoch werfen können, um das Fenster zu treffen. Wir wollen jetzt aber das Fenster möglichst effizient oder effektiv treffen. Wir wollen es möglichst senkrecht treffen. Ja, und wo ist das der Fall? Das ist natürlich dann der Fall, wenn das Fenster genau im Scheitelpunkt unserer Wurfparabel sitzt. Also wir können uns vorstellen, diese Wurfparabel hier, die würde noch so weitergehen und das Fenster wird genau dann senkrecht getroffen, wenn das hier dem Scheitelpunkt entspricht. Das heißt, wenn der Zeitpunkt, zu dem das Fenster getroffen wird, genau unserem T-Max entspricht, das wir vorhin berechnet haben. Und zu diesem Zeitpunkt soll der Ball also genau auf der Höhe des Fensters sein. Also das Y-Max, ich schreibe es nochmal hin, ist gleich die Höhe zum Zeitpunkt T-Max. Und das soll jetzt in diesem Fall genau die Höhe des Fensters, also die 5,5 Meter sein, der untere Rand des Fensters. Ja, was wir jetzt machen können, wir können den berechneten Ausdruck T-Max in die Ortsfunktion in Y-Richtung einsetzen. Das haben wir hier oben schon gemacht. Ich schreibe es jetzt trotzdem nochmal hin. Das gibt 1 Zweitel V Y0 im Quadrat über G plus die Anfangshöhe Y0. Und jetzt in dieser Teilaufgabe gehen wir ja nicht mehr davon aus, dass wir den Ball senkrecht nach oben werfen. Das ist klar, das kann nicht sein, sonst könnten wir das Fenster nie senkrecht treffen. Was wir jetzt machen, ist, wir müssen unsere Anfangsgeschwindigkeit V0 in Komponenten zerlegen. Wir werfen unseren Ball mit einer bestimmten Anfangsgeschwindigkeit V0, die ist gegeben, ab unter einem bestimmten Winkel Alpha. Die Geschwindigkeitskomponente, also das in
y-Richtung, das wäre dieses vy0 hier, das wäre v0, also der Betrag der Abwurfsgeschwindigkeit mal der Sinus des Abwurfswinkels mal der Sinus von Alpha. Genau gleich funktioniert das in x-Richtung, in horizontaler Richtung. Die Anfangsgeschwindigkeit vx0 wäre der Betrag der Anfangsgeschwindigkeit mal der Cosinus von Alpha. Also vielleicht nochmal für diejenigen, welche manchmal noch ein Durcheinander haben mit den Winkelgesetzen, zum Beispiel beim Sinus, das hier ist die Gegenkathete, das hier ist die Hypotenuse, das hier ist der Winkel, dann diese Strecke hier durch die Hypotenuse gibt der Sinus von Alpha, also umgekehrt diese Strecke hier, das Vy0 ist gleich dem V0 mal der Sinus von Alpha. Den können wir jetzt so einsetzen in unsere Gleichung. Das ist 1/2 mal V0 mal der Sinus von Alpha im Quadrat über G plus unsere Anfangshöhe Vy0. Und wie gesagt, das soll gleich sein wie unsere Fensterhöhe. Jetzt können wir schauen, was wir in dieser Gleichung alles gegeben haben. Wir wissen die Fensterhöhe, wir wissen die Erdbeschleunigung, wir kennen die Anfangsgeschwindigkeit, denn der Betrag der Anfangsgeschwindigkeit. Wir können also den Abwurfwinkel Alpha ausrechnen. Und das heißt, wir können diese Gleichung auflösen. Ich führe jetzt das nicht mehr explizit durch, das steht in der Musterlösung. Ja, ich habe die Lösung hingeschrieben. Wenn wir diese Gleichung auflösen nach dem Winkel Alpha, bekommen wir diesen Ausdruck hier und somit einen Wert für unseren Winkel Alpha. Das wäre ungefähr 60 Grad. Was wir also damit berechnen können, wäre zum Beispiel die Zeit, das T-Max, also die Zeit, die es braucht, bis der Scheitelpunkt unserer Parabel erreicht ist. Das wäre das Vy0 über G. Und hier haben wir jetzt bereits alle Werte, weil durch Kenntnis unseres Winkels Alphas können wir sofort Vy0 berechnen. Das wäre das V0 mal der Sinus von Alpha. Also das V0 mal dieser Ausdruck hier. Und das gibt uns schlussendlich eine Zeit von 0,87 Sekunden. Das ist also die Zeit, zu welcher das Fenster getroffen wird. Was wir auch noch wissen wollen, wie weit weg wir stehen müssen, um das Fenster zu treffen. Also was uns interessiert, ist der Ort zum Zeitpunkt T-Max, also die x-Koordinate zum Zeitpunkt T-Max, das wäre hier. Das wäre, können wir aus diesem Ausdruck herauslesen, das Vx0 mal T-Max plus ein x0. Wobei wir das Vx0 auch wieder aus dieser Grafik hier rauslesen können. Das wäre das V0 mal der Cosinus von Alpha. Das wäre Vx0 mal T Max. Und die Konstante x0, die setzen wir jetzt hier gleich 0, weil wir wählen unser Koordinatensystem so, dass der Ort oder die x-Komponente beim Abwurfort gerade 0 ist. Und wir bekommen so schlussendlich eine horizontale Distanz von 4,49 Metern.
Was uns auch noch interessiert, was auch noch gefragt ist in dieser Aufgabe oder in dieser Teilaufgabe, ist die Geschwindigkeit, mit welcher das Fenster getroffen wird. Und da brauchen wir nicht mehr viel zu rechnen, nämlich gar nichts mehr. Die Formel steht nämlich schon hier. In Y-Richtung haben wir ja nach Konstruktion, so wie wir die Aufgabe jetzt durchgerechnet haben, keine Geschwindigkeitskomponente mehr. Die Geschwindigkeit in Y-Richtung verschwindet, weil wir uns im Scheitelpunkt der Parabel befinden. Wir haben also nur noch eine Geschwindigkeitskomponente in X-Richtung und das ist gerade diese Konstante, oder diese zeitlich konstante Geschwindigkeit in X-Richtung. Das ist das Vx0. Das wäre eben, wie ich vorhin gesagt habe, das V0 mal der Cosinus von Alpha. Das wären, wenn man es dann ausrechnet, wenn man alle gegebenen Werte einsetzt, 5,14 Meter pro Sekunde. Ja, ist eine sehr schöne und sehr praktische Aufgabe. Ich hoffe, die WG-Mitbewohnerin wird dann auch erwachen. Hoi, WG-Kollegin. Wenn du jetzt nicht aufwachst. Ja, Tommy, hast du noch Fragen zu dieser Aufgabe? Keine Fragen mehr. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.